Präsident, Tag der offenen Türen, Hütteldorf, viele Rapid-Fans mit dabei. Was waren deine Eindrücke? Es ist wirklich fantastisch, wie viele Fans da sind, Mitglieder da sind, sich freuen. Bei dem Wetter muss man ehrlich sagen, auf ein kühles Nass verzichten. Und das zeigt, dass die Fans zu ihrer Mannschaft stehen, ihre Mannschaft anfeuern werden, wie immer und gleich von Beginn an. Martin, erster Tag auf den Tür bei Rapid für dich. Wie waren die ersten Eindrücke vom Kennenlernen der Rapid-Fans? Ja, unglaublich natürlich. Also die Stimmung war jetzt schon gut und da Autogramme verteilen, ja, das kann schon was und man ist natürlich gern da für die Fans. Maxi, Tag der offenen Tür heute für dich schon Gewohnheit. Wie war es 2023 diesen zu erleben bei heißen Temperaturen? Eigentlich schön wie jedes Jahr, für uns auch was Besonderes. So viele Leute wieder da und nicht selbstverständlich bei den Temperaturen, aber immer wieder was Cooles, auch in den Ferien so viele Leute da zu haben. Du hast auch das neue Auswärtstrikot präsentiert. Wie gefällt es dir? Wie ich schon gesagt habe, ist keine Lüge, ist für mich wirklich eines der schönsten, die wir je gehabt haben in Rot-Blau und echt edel. Also ich finde, das hat schon was Cooles.